Für mich spielt das Handwerk in meiner Kunst eine sehr große Rolle, weil ich ja gelernter Handwerker bin und weil mir das sehr viel Spaß macht. Ich wollte schon immer mit Autos was machen und das lag mir so nahe und mein Traumberuf war Autodesigner und dann war ich aber in so einem Jugendzentrum und wir waren alle sehr links und sehr öko und da wurden mir die Träume so ein bisschen verhagelt, deswegen habe ich das auf die Seite gelegt und bin erstmal Steinmetz geworden, viele Jahre lang. Und hab dann noch ein Bildhauereistudium gemacht. Und in diesem Bildhauereistudium kamen diese Autos wieder auf. Und seitdem beschäftige ich mich wieder. Metallbau und Lackieren und so Sachen. Da bin ich absoluter Autodidakt. Also ich habe das sozusagen nie gelernt, aber ich bin gelernter Steinmetz und bin deswegen auch mit Maschinen und mit Handwerk vertraut. Deswegen glaube ich, weil die Maschinen sich ja manchmal auch sehr ähneln. Ne? Ein Winkelschleifer bleibt ein Winkelschleifer und ja, ein Hammer bleibt ein Hammer und deswegen lernt man da mit Sachen, mit Werkzeug umzugehen. Deswegen habe ich das dann mir so beigebracht, das mit dem Metall und dem Lackieren. Zum Lackieren nehme ich schon irgendwie so 2K-Lacke, also Autolacke und Spritz. Und Filler und spritzt die mit Kompressor und Spritzpistolen. Also die Farben sollen natürlich immer so ein bisschen authentisch zum Auto passen, oder zu den Fahrzeugen passen, die ich da so habe. Das heißt, entweder sind es dann Originalfarbtöne, das kommt vor, aber meistens einfach um auch spätere Reparaturen zu erleichtern, sind es oft dann auch Prallfarbtöne, die ich aus dem Fächer mir raussuche. Meine Arbeiten kann man schon so lesen wie Zeitabläufe, wie kleine Kurzgeschichten, ne? Oder eine Langzeitbelichtung bei einer Fotografie, wo irgendwas passiert. Das könnte ein Unfall gewesen sein oder Kontrollverlust, wo dann die Sachen zusammenstoßen und die Teile rumfliegen. Eine dreidimensionale Comiczeichnung vielleicht.